wir müssen noch den Pferderoman lesen. Ich würde jetzt den Pferderoman lesen. Für dich anfangen, damit du nicht ins Bett musst. Was sagst du dazu? Das ist ein Service, oder? Obwohl es so warm ist. So, funktioniert eigentlich mein Laptop wieder? Nein, geil. Das Gute ist nämlich, dass ich bei meinem Laptop natürlich komplett die Musik eingerichtet habe. Da fällt immer mal mein Touchpad aus. Deshalb muss ich jetzt mal eine Maus suchen. Oder habe ich hier noch eine? Warte mal. Wer sagt's denn? Hier, ne? Eine Maus. Dann kann ich die mal anschließen. Dann müsste mein Laptop auch wieder funktionieren. Genau, eine gute Nachtgeschichte für alle, die ins Bett müssen. So, mal gucken. Hallo? Hallo? Geil, der ist irgendwie abgestürzt oder so, habe ich das Gefühl. Sehr strange. Dem ist zu heiß. Dem ist echt zu heiß, ey. Der macht überhaupt nichts mehr. What the fuck is happening? Tja, oder habe ich den irgendwie. Nee, kann ja eigentlich nicht sein. Mein Laptop ist tot. Also bei Dark Souls komme ich zumindest immer ein bisschen weiter. Das ist jetzt alles schade, weil ich ja eigentlich hier die Musik vorbereitet hatte für unser tollen Pferderoman. Dann muss ich das jetzt irgendwie hier per Eingabe machen, was natürlich fies ist. Was mir ziemlich viel abverlangen wird, aber ich werde es hinkriegen. So. Anja und Babdani! Da sind wir wieder mal. Wir sind bei Kapitel 24. Für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind, Anja und Babdani ist ein Pferderoman, den ich mit 9 Jahren geschrieben habe und den ich aber nie fertig geschrieben habe, sondern ich habe irgendwie die ersten 6 Kapitel geschrieben. Und jetzt schreibt die Community das weiter. Und wir sind inzwischen schon bei Kapitel 24. Da siehst du mal. Ich muss jetzt leider hier so ein bisschen improvisieren. Normalerweise lese ich das immer relativ flüssig vor und mache die Musik so nebenher, weil ich die eben vorbereitet hatte. Aber wie gesagt, mein Laptop reagiert irgendwie gar nicht mehr. Nicht mehr, wenn ich auf Ausklicken möchte. Ich habe ihn jetzt einfach mal hart runtergefahren. Das könnte man noch ausprobieren. Eventuell wird ja, wenn man den Laptop so ganz knallhart ausmacht, dann wird ja auch der Chrome abgespeichert, beziehungsweise beim nächsten Mal wird gefragt, soll ich das wiederherstellen? Vielleicht funktioniert das. Das werde ich jetzt noch abwarten. Währenddessen, Anja und Babdani, wir sind in Kapitel 24, geschrieben von Maltur, und wir haben eine sehr aufgebrachte Mechthild Ingeborg Müller, die Mutter von Anja, die mit Inge zusammen bei der Polizei war, beziehungsweise Inge dort abgeholt hat, weil Inge nämlich alles gepetzt hat bei der Polizei. Anja ist verschwunden und weg zu Babdani. So ist der Stand der Dinge momentan. Es wird wahrscheinlich das vorletzte Kapitel sein, denn ich werde das nächste, letzte Kapitel schreiben. Und damit wären wir dann tatsächlich am Ende des Pferderomans angelangt. Wie die Zeit vergeht, nicht wahr? 17er. Hallo Rumpi. Hallo. So. Ich mache mich mal hier noch ein bisschen zur Seite. So. Alter, ist mir warm. Ich habe hier das Fenster übrigens offen und es kommt gerade irgendwie so Essensgeruch hier rein. Das ist irgendwie ganz fies, weil ich nämlich noch gar nichts zu Abend gegessen habe. So sieht es nämlich aus. Alles Opfer für euch. Es war irgendwie so ein bisschen unbefriedigend jetzt der Abschluss bei Alien Isolation, finde ich. Irgendwie hätte ich ganz gerne wenigstens das Level da geschafft oder so. Pferderoman vorbei? Niemals! Los Duros Locos, das sind voll die Fans geworden. Das heißt ja nicht, dass wenn wir einen Pferderoman fertig haben, dass wir dann nicht nochmal was Neues machen können. Dann ist was, ist eine Pferdesalami. So, ja, genau. So, was Murphy sagt, do it now, meint er mich damit? Wir wollen endlich Gaul-Salami. Ich muss noch ganz kurz ein bisschen warten, bis mein Laptop wieder hochgefahren ist. Und jetzt mal gucken, ob die Musik wieder da ist. Wäre nämlich echt schön. Wäre nämlich echt schön.
habe nämlich extra die richtige Musik rausgesucht. Oh, kommt schon. Das ist auch so eine ganz merkwürdige Sache, dass mein Laptop unglaublich lange braucht, bis er endlich mal da ist. Und dann ist er richtig schnell. Ein Katzenroman? Nein. Ein Delfinroman? Auch nicht. Ich spiele nachher noch eine Runde. Ist dann entspannender. Nee, ich weiß nicht, ob ich dann... Ich würde dann eher sowas wie Fire spielen. Oder die Stanley-Parabel. Aber Stanley-Parabel, glaube ich, muss ich auch ein bisschen Zeit mitbringen. Oder ein erotischer Roman. Das können wir doch hier. Ja, ihr schon, aber ich doch nicht vorlesen, hör mal. Ich bin nicht bekloppt. Und nun komm schon. Ja, wiederherstellen. Es scheint zu klappen. Ja. Jetzt muss ich den, nur noch den in TS bringen. Ein Lasagne-Roman, ein Alien-Roman. Jetzt wird es aber, ja. Red Racer 3 will ein Kind von mir. Ich glaube, du lügst, Red Racer 3. Das ist alles nur wegen meinem Bart. Hast du zu viel auf dem Desktop? Dadurch fahren Rechner ziemlich langsam auf. Ja, ich habe schon ein bisschen was auf dem Desktop, aber nicht so viel. Das kann es nicht sein. Das war auch schon ganz am Anfang so. So, jetzt werden alle, die auf dem TS sind, den Overlord kurz mal sehen. Und ich glaube, die Musik ist wieder komplett da. So. Mal gucken, wenn ich hier jetzt auf Play drücke. Okay, ich glaube, es funktioniert. Ein kleiner Test noch. Sehr gut. Das hört sich schon mal sehr gut an. Es tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen dauert, aber ich kann es nicht anders machen. Okay. Also. Kapitel 24. Es gibt Ärger. Geschrieben von Maltur. Achtung, dialoglastig, schreibt er. Und ich werde auch wieder so ein bisschen rumschreien, wie ihr das ja schon kennt. Immerhin ist ja Ingeborg Müller dabei. Kapitel 24. Es gibt Ärger. Auf dem Weg zum Auto meckerte Mechthild Ingeborg Müller immer noch herum. Und das in einem sehr lauten Ton. Ich fass es nicht, dass du allein zur Polizei gegangen bist. Was auf dem Weg alles hätte passieren können. Nicht auszudenken, wenn dir etwas zugestoßen wäre. Was, wenn du entführt worden wärst. Oder Schlimmeres. Inge warf kleinlaut ein. Aber Frau Müller, es sind doch nur circa 30 Minuten Fußmarsch von uns bis zur Polizei. Was sollte denn da schon passieren? Ja, was weiß ich? Von einem Rudel Pferde zertrampelt werden oder sowas. Inge war sichtlich verwirrt. Also erstens sind Pferde Herdentiere und keine Rudeltiere. Und zweitens haben wir hier doch nur ein Pferd. Und das ist Babdani. Ruhe jetzt! Ich will jetzt nichts mehr davon hören! Und deine klugscheißenden Kommentare kannst du dir auch schenken! Wir gehen jetzt Anja suchen und du kommst mit und hilfst mir! Inge hatte ihre Tante noch nie so wütend gesehen. Ihr Kopf war ganz rot vom Rumschreien. Sie schrie sogar so laut, dass es in den Gassen schallte. Ein Rudel Pferde. So. Achtung, Themenwechsel. Als sie dann endlich im Auto saßen und losfuhren, hatte sich Frau Müller etwas abgeregt und sagte mit leiser und ruhiger Stimme: Es tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe. Das wollte ich nicht. Entschuldige bitte. Inge saß immer noch, der Schock in den Gliedern, und sie brachte nichts hervor. Frau Müller fuhr fort: Sag mal, was hast du dem Polizisten denn alles erzählt?
Inge schaute zu Frau Müller auf und sagte, ich habe ihm alles gesagt, was ich weiß. Frau Müllers Stimme wurde etwas hektischer. Und das Feuerzeug? Das habe ich ihm auch gegeben. Warum denn auch nicht? Es ist ja ein Beweisstück. Frau Müller wurde ein klein wenig zittriger, aber schwieg und nickte nur. Währenddessen lief Anja mit Babdani zu Dr. Hinkeldinkels Haus, um sich Rat zu holen, was sie denn jetzt tun solle. Zum Glück hatte sie die Adresse auf der Visitenkarte, die in der Küche ihres Hauses lag, sich gemerkt. Dort angekommen klingelte Anja und der alte Doktor machte nach kurzem Warten die Tür auf. Huch, was willst du denn hier? Fragte er verwundert. Anja brach in Tränen aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er will Babdani töten. Ich muss ihn in Sicherheit bringen. Aber ich weiß wirklich nicht, wo. Da warf der Arzt ein... Momentchen, junges Fräulein, jetzt beruhige dich erstmal. Wer will Babdani töten? Na, dieser Rodriguez. Er hat Miroslav Majorkovic damit beauftragt, Babdani morgen zum Schlachter bringen zu lassen. Ich muss ihn irgendwo verstecken und da sie Tierarzt sind, dachte ich, dass sie vielleicht eine Stelle kennen, wo er für eine Weile unterkommen könnte. Anja schaute den Mann mit großen Augen an. Der Alte kratzte sich am Kinn und überlegte kurz. Dann aber schnipste er mit den Fingern und sagte, ich hab's. Ich vertraue dir einmal, dass es stimmt, was du sagst, sonst hättest du dir nicht die Mühe gemacht, das Pferd hierher zu schleppen. Warte einen Moment, ich hole eben meine Jacke. Anja wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und war sichtlich erleichtert. Es dauerte nicht lange, da kam Herr Hinkeldinkel wieder aus seinem Haus und sprach, auf geht's. Wo gehen wir denn hin? Wollte Anja wissen. Ja, also mein Vater, Gott sei seiner Seele gnädig, war zu seiner Zeit Landwirt und hat mir eine alte Scheune abseits des Dorfes vermacht. Sie ist zwar nicht mehr so gut in Schuss, aber es wird schon gehen. Die beiden machten sich auf den Weg. Es ist nicht so weit, nur circa 10 Minuten von hier, sagte der Alte. Ich habe auch noch ein paar Möhren und Äpfel dabei. Dass Babdani nicht verhungert. Sehr schön, jauchzte Anja. Zur selben Zeit fuhren Mechthild, Ingeborg Müller und Inge jede Straße und jedes Haus ab, um Anja zu finden. Nachdem sie einen Großteil des Dorfes befahren hatten, wurde Frau Müller zunehmend panischer. Das dauert ewig, bis wir Anja finden. Sie könnte ja überall sein. Verdammt nochmal. Und das alles wegen diesem Salami-Rohmaterial. Da wurde Inge wütend. Hey, sprich nicht so von Babdani. Er ist ein Lebewesen, genau wie du und ich. Ja, ja, ist ja gut. Er macht mich einfach nur fertig. Es macht mich einfach nur fertig, dass wir Anja nicht finden. Sie ist ja schließlich meine Tochter. Nach kurzer Rede schreckte Inge auf und sagte, hey, weißt du was? Ich könnte sie ja auf meinem Handy anrufen. Und das fällt dir jetzt erst ein? Nach der ganzen Fahrt? Wieso hast du das nicht früher gesagt? Schrie Frau Müller. Weil ich vorher in der ganzen Hektik nicht daran gedacht habe, gab Inge kleinlaut von sich, während sie auf das Display ihres Smartphones tippte. Wechsel. Indessen sind Anja, Babdani und Herr Hinkeldinkel schon in der Scheune angekommen, die, zu Anjas Erstaunen, noch ganz gut intakt war. So, da ist das Stroh. Da kann sich das Pferd hinlegen und ausruhen, sagte Herr Hinkeldinkel. Ich bin Ihnen ja so dankbar, seufzte Anja.
Jetzt können wir... Da ertönte eine Melodie aus der Hosentasche von Anja. Oh, ein Anruf! Sie holte das Handy aus der Tasche und drückte auf die grüne Taste. Hallo? Inge, ja, ich bin... Ja, das darf ich dir nicht sagen. Mama, schrei doch nicht so. Was? Nein, ich bin nicht allein. Herr Hinkeldinkel ist bei mir. Wie? Ja, aber Dani auch. Ja, wir treffen uns am besten am Haus von Herrn Hinkeldinkel. Da könnt ihr mich abholen, okay? Ja, Mama. Ja, ist gut, okay. Ja, tschüss. Als sie aufgelegt hatte, blickte sie Hinkeldinkel hektisch an. Wir müssen sofort zu ihrem Haus. Meine Mutter ist fuchsteufelswild. Und so rannte ein schwer schnaufender Hinkeldinkel hinter einer erleichterten Anja hinterher und wünschte sich, niemals Tierarzt geworden zu sein. Ende von Kapitel 24, liebe Kinder. Ich hoffe, der Mutter-Anruf-Simulator, ja. So, damit wären wir am Ende von Kapitel 24 angelangt. Die Musik passte auch wunderbar. Hinkeldinkel, der ist froh. So, haben wir wieder ein Kapitel hinter uns gebracht. Ich finde es sehr gut. Mir gefällt es ja. Ja, ich finde es sehr gut. Jetzt kommt natürlich im nächsten Kapitel, muss alles zum großen Showdown führen. Showdown, ja. Und es ist ein Beweise her, Beweise. Der Malto hat niemanden getaggt, weil das letzte Kapitel wurde einmal ausgemacht, dass ich das schreibe. Finde ich sehr nett, dass die Community mir da vertraut. Immerhin habe ich das Ganze ja auch damals ins Rollen gebracht. So, hier. So, zack. Ja, so sieht's aus. Mann, ist mir warm. Sieht man das eigentlich? Ich weiß es nicht. Gut gemacht, sehr schön. Sehr gut. Ich glaube, ich werde jetzt einfach hier den Livestream beenden. Eigentlich wollte ich noch was zocken, aber mir ist einfach zu warm. Ich muss unbedingt dringend mein Glas auffüllen. Es ist fast leer. Und die Eiswürfel haben sich aufgelöst. Heute ist echt ein verrückter Tag, muss ich hier mal sagen. Der diesjährige Gewinnerfilm der Animation Award wäre doch vielleicht was für dich. Der heißt The Mustache. Muss ich mal angucken. Vielleicht habe ich ihn auch schon gesehen. Ja, das kann sein. Was? Aber Feier! Nein! Oh Mann, zu warm zum Zocken. Es ist echt zu warm zum Zocken. Ihr wollt echt noch Feier sehen? Wollt ihr echt noch Feier sehen? Feier! I am the God of Hellfire. Soll das heißen, dass es nächste Woche vorbei ist mit dem Tollroman? Ja, eigentlich schon. Nächste Woche soll das letzte Kapitel sein. Es liegt daran, dass du so heiß bist. Ah, oh, danke, Anuki. Vielen Dank. So, wenn du so kalt bist, dann spiel doch eine Runde Fire. Kalt ist mir ja gerade nicht. Zu warm zum Fire spielen. Feier, 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 Feier. Na gut, da kommen eine Runde Feier machen wir noch. Feier. Tada. Feier ist echt lustig. Ich habe das jetzt schon, spiele das jetzt zum dritten Mal. Und das sogar letzte. Ah, diese Musik allein, die passt auf jeden Fall zum Wetter. Das kann man mal so stehen lassen. Jetzt muss ich nur noch. Ja. Hier das schnell umändern. Ja! So, boah, ist die Kamera heiß, ey. Ihr glaubt gar nicht, jetzt ohne Scheiß. Der Rechner ist hier neben mir, der ist warm. Die Kamera ist knalleheiß, der Monitor ist warm. Das Licht ist hier warm, also hier, das ist echt gerade Pizzaofen. Metal-Pizzaofen. So, Feuerwehr. So, sieht man mich eigentlich oder muss ich noch wieder weiter rüber? So, wir spielen Feuer. Wir sind hier. Klick und haben letztes Mal ja zwei Rätsel gelöst. Jetzt mal gucken, wo das nächste Rätsel kommt. Mal hier. Hier habe ich noch drei Taler offen. Hier habe ich noch zwei Taler offen. Hier auch noch zwei Taler. Ich habe noch nicht alle Bunkers eingesammelt. Das ist schlecht. Achso, nee, wir sind doch jetzt zum Mond geflogen oder so war das, ne?
Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, dieses hier haben wir schon gemacht. Das haben wir letztes Mal gemacht. Und jetzt sind wir hier auf dem Mond. So ist es. So. Hier, guck mal, die Locke guckt noch aus dem Helm raus. Super. Also vom Design her ist es wirklich große Klasse. Hier ist unser kleines Glühwürmchen, das wir einsammeln müssen. Wir sind, wie gesagt, ein prähistorischer Mensch, der von seiner Sippe... Geil. Ich bewege mich auch ganz anders hier. Der von seiner Sippe verschlagen wurde. Und jetzt sucht er irgendwie aus irgendeinem Grund ständig diese Glühwürmchen. Okay, jedes Mal, wenn ich da drauf gehe, dann geht dieses... Kann ich denn da draufklicken? Was ist, wenn ich da reingehe? Springt er dann da rein? Natürlich! Ah, ich verstehe. Na gut, das ist noch ein einfaches Rätsel. Ja, ich muss einfach mit dem Mauszeiger da drüber, damit er da durch kann. Easy! Na gut, das kriegen wir auch noch hin. Nicht, dass das noch in Hektik ausartet hier. Hm, die Frage ist, ob ich das vielleicht überhaupt gar nicht machen muss, ob ich jetzt diesmal hier irgendwie rein muss. Mal gucken, wo ich da ankomme. Okay, bei dem nicht. Mal gucken, was passiert, wenn ich bei dem... Huch! Ah, hier ist es andersrum. Ich verstehe. Okay. Die Musik. Sehr spacey auch. Sehr spacey. Fire in Space. So, und jetzt? Planeten sind weg. Wir haben Planeten zerstört. Ich finde die Animation so toll bei dem. Oh. Ah, okay. Welches ist das Richtige? Dieses hier ist das Richtige. Dieses hier ist das Richtige. Und dieses hier ist das Richtige. Easy! Das waren bisher die einfachsten Rätsel, muss ich sagen. Bisher waren die Rätsel relativ eindrucksvoll. Das ist auch sehr einfach. Zack! Ey, ich komme hier durch. Wenn wir das so weitermachen, dann spielt das Spiel auch fertig. So sieht es nämlich aus. Zack. Ah. Jetzt sag mir bloß, das ist nicht das Richtige. Dann ist das hier oben oder was? Ja, Tatsache. Das da. Das da. Das da. What? Ach, jetzt erkenne ich es eigentlich. Ich muss hier auf die Streifen achten. Deshalb muss es das hier sein. Genau. Und hier, das ist richtig. Lol. Dann muss es das da sein. Tatsächlich. Lol. Lol. Es ist zu warm für dieses Spiel. Ja. Ich weiß schon wieder, ihr seid am Beölen euch gegenseitig, weil der Rumpel wieder failt. Aber ihr werdet alle noch eines Besseren belehrt werden. Nein! Damn it! So. Jetzt habe ich es aber. Ist eigentlich ganz easy. Total easy. Ich muss nicht mal in den Chat gucken, um zu sehen, was ihr, oder zu ahnen, was ihr schreibt. So, jetzt sind hier nämlich zwei. Und es scheint dieses hier zu sein. So, easy! GG! Gegenseitig beölen klingt irgendwie eklig. Ja, kommt drauf an, ne? Oh, Space Invaders. Ah! Oh. Ja. Ach komm, das ist doch... Ja. Ah ne, das war zu früh. War ja nicht. So. Und jetzt den oben. Der kommt immer von rechts, ne? Ah! Dang!
Böse Aliens, 1978 Punkte haben wir gemacht. So, und ich glaube, diesmal müssen wir da reinspringen. Oh. Und? Jawoll. Oh. Ach nee, ich muss tatsächlich, darf immer noch nicht rein. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht anders. Aber naja. Dann fliegen wir eben oben über ihn weg. Das wird jetzt ja gar nicht so einfach. Alter Schwede. Ein ganz schönes Geschicklichkeitsspiel heute. Gar kein Rätselspiel, sondern Geschicklichkeit. Die ich natürlich habe. So. Der bewegt sich jetzt auch noch. Okay. Vollgas! Aus der Locke heraus. Jetzt bewegen sich bestimmt gleich zwei von den Dingern. Oh! Ja! Hab's geschafft. Oh, dammit. Beölen klingt immer eklig. Ich weiß nicht. So massagemäßig ist das doch okay. Was hat der denn für einen Antrieb? Ich hoffe keinen natürlichen. Doch, ich glaube schon. So, ich muss mal ein bisschen vorsichtiger agieren. Ach, dammit. Also Bremsen ist bei dem nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, 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 nein. Jetzt. Ja, 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 ja. Geschafft. Oh, nein, nicht backen. Nicht verbuggt. Nein. Das darf doch nicht wahr sein, ne. Jetzt backt der hier rum. Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Ich habe einfach auf die Taste geklickt. Biogasantrieb, so. Ah, die drei Affen. Die kennen wir doch schon. Na gut, dann springen wir mal weiter. Wieso sind diese drei Affen hier? Es hieß ja mal, dass Russland irgendwie. Jetzt sag mir aber nicht, dass ich wieder alles. Oh, was passiert? Oh! Die Erde wird angegriffen, während wir im All sind. Ne. Alter, was ist das für ein Spiel jetzt hier? Aber nicht das Spiel, mit dem ich angefangen habe, jetzt das Spiel. Boah. Ja. Das ist, glaube ich, ein Highscore knacken, kann das sein? 20.000. Highscore. Kann ich die abschießen? Nee. Juhu. Ich glaube, wir haben die Aliens in die Flucht geschlagen. Jawoll. Ah, Onk, Boga, 5 oder so ähnlich. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Also, das war kein wirkliches Rätselspiel, habe ich jetzt so gehört, sondern eher. Jetzt kommen wir wieder in die Rätselkeit. Die Ratte kommt hier nicht weiter. Ah, guck mal. Ich habe ein Taler gefunden. Ein Boga. Ein Boga. Boga, Boga, Boga. So. Hallo? Ach, du liebes Bisschen. Burger? Burger? Oder irgendwas anderes? Geil, danke. Geil. Nice. Und was gibt's hier noch? Nice. So, und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich kann hier nichts anklicken außer diesen drei Dingern hier. Er gibt mir haufenweise Zeug. Ich habe jetzt schon vier Sachen da rumliegen.
Nice. So. Ich glaube, wir sind wieder in der Kontrolle. What? Was war das denn gerade? Ich habe irgendwie eine Frau gesehen und dann fehlt hier aber noch was, oder was? Okay, nee, da muss ich nochmal raus hier, weil das habe ich nicht gesehen. Oh, ich kann überhaupt gar nicht raus anscheinend. Ja, was muss ich jetzt machen? Kann ich die miteinander benutzen? Ich habe keine Ahnung, das ging mir zu schnell gerade. Was kann man denn hier... Achso, Stein, Stein. Ja, das sind drei Steine immerhin. Das sind... im Zweifelsfalle Nahrung. Das sind drei tote Sachen. Das sind zwei lebende Sachen. Das hier sind Sachen mit Augen. Das hier Sachen ohne Augen. Die drei hier haben... eine ähnliche Form. Und Kringelschwänzchen zumindest hier. Ich weiß nicht, ob da nicht noch was fehlt irgendwie. Aber ich kann hier nichts anderes anklicken. Das ist ein Stefan-Rab-Tutan. Ich kann die auch nicht miteinander... Kombi-Rätsel. Ja, ich dachte auch, dass es ein Kombi-Rätsel ist, aber... richtig, Kombination ist ja nichts. Ich glaube eher, dass wir irgendwie die... das ist wie bei so einem IQ-Test, wo man herausfinden muss, was nicht hineinpasst oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wo dann die Sachen hin müssen, die zusammengehören, ehrlich gesagt. Beziehungsweise, vielleicht sind es auch zwei Sachen, die immer zusammengehören. Zum Beispiel diese zwei und diese zwei, weil die Augen haben und die, weil die gleiche Form haben und er hier ist alleine oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt ja gesagt, dass hier zwei Steine sind. Die Haxe lebt. Naja, nee, also organisches Material eben. Wäre das Inventar nicht, würde ich mir jetzt richtig auf den Kopf schlagen. Alles mit allem. Ja, ja, das müsste ich auch mal. Könnte man auch versuchen. Aber das. Ah! Okay. Okay. Ah. What the fuck? Ich habe einen Schlüssel hergestellt, der hier reinpasst anscheinend. Na gut. Also, wir haben es geschafft. Per Zufall. So, was war das jetzt? Eine Frau und irgendwie ein rundes Steinteil oder sowas. Jetzt ist das Ding aufgegangen. Achso, wir können jetzt hier weitergehen. Genau. Der Rumpel kriegt das schon hin. Ja, habe ich auch. Ein kleines fliegendes Auge. Schön. Was passiert denn da? Ist ja widerlich. Oh. Ah. Ah, ich kann jetzt hier dieses Auge immer wieder irgendwo einsetzen. Das ist ja auch lustig. So. Wie ist das? Hä? What? Der hat gerade seine Hose verloren. Nein, was macht der? Was tut der Blues? Was soll er nicht? So, apropos Nacktheit. Hier kommen wir wieder zum Thema. Also. Okay. Das macht keinen Sinn. Ah! Okay. Nein. Oh. Das sieht sehr komisch aus. Ah, guck an. Hier ist ein zweites Auge. Juhu! Ich glaube, da unten muss ich nicht mehr lang.
muss nur das hier rauslocken. Na komm schon. Genau. So. Noch einer. Haben wir hier oben einen. Oh, und hier ist noch ein Taler. Guck mal an. Oh. Das sind irgendwelche kleinen Viecher, die uns auffressen. Uah. Es ist wie beim, auf dem Jahrmarkt, dieses eine Spiel, wo man... So, hier, und dann kann ich den jetzt draufklicken. Nö. Verliert immer wieder ganz gerne seinen... Ah, hier ist der zweite und hier ist der dritte. Das ist doch gut. Aber wie kriege ich jetzt den Taler da oben? Ich kann immer... Nur entweder den reinsetzen oder nicht. Wie kriege ich den weg? Guck mal, man kann ja auch einfach so lang. Na gut. So, also, dann machen wir mal den hier. Aber warte mal, den Taler möchte ich jetzt aber eigentlich schon noch ganz gerne haben. Kann ich den nicht hier in der Dunkelheit anklicken? Geht das nicht? Oh, schreibt mir der Murphy eigentlich gerade was und ich sehe es wieder nicht, weil der Chat... Okay. So, ein neues Rätsel. Den Taler kriege ich jetzt leider nicht raus. Da ist das Weibchen. Prinzessin Leia, die gerettet werden muss. Oh, weia. Pi ist gleich Kreis. Pi. Pi ist gleich Pi. Vielleicht ist es auch Unsinn, da Sinn drin zu sehen. Immerhin haben wir ja hier auch noch andere Symbole, zum Beispiel dieses Symbol hier. Ja. Jetzt mal gucken, ob ich hier noch irgendwas anderes... Was sagt die denn? Hier, müsst ihr auf ihn achten. So. Also, wir haben eine Tatze. Die anderen Sachen in irgendeiner Form... anklickbar? Nee. Also, die Frage ist, also wir haben jetzt hier eine von diesen Tatzen. Da müsste es doch, also ich, das hier habe ich ja auch schon mal gesehen zumindest. Und das hier ist auch irgendwie hier, diese vier Dinger. Das könnte das hier sein. Und die zwei Augen vielleicht. Oder ihre Kringel. Schade. Die Kringel fände ich ja jetzt ganz gut. Und was ist das hier? Wieso sind hier so... verschiedene Strudel. Nee. Also diese zwei würde ich ja fast denken, dass die auf jeden Fall dabei sind. Aber was ist der Rest? Weil ich kann wirklich, ich kann sie zwar anklicken, aber dann passiert auch nichts. Ich habe nur diese Dinger hier. Muss es irgendwelche weiteren Hinweise geben? Die ich jetzt momentan nicht sehe. Ich sehe hier vier von diesen Kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kreise. Und zwei von denen. Aber was sagt mir das? Vier, zwei, sechs. Er sagt ja auch nichts hierzu, leider. Irgendwie, also das Pi und das Pi, das hätte, das muss auf jeden Fall, wird das auch in irgendeiner Form relevant werden, würde ich mal denken. Aber warum sind dann diese Symbole hier? Eieieiei. Oh, ich krieg grad einen Krampf in meinem Bein. Weil es zu warm ist. Habe ich gesagt schon mal, dass es warm ist. So, jetzt geht's wieder. Die ganze Zeit in einer Position sitze, das ist ja auch ungesund. So,
Zeichen, musst du die Zeichen suchen gehen. Ah, sehr gute Idee. Dass ich wahrscheinlich hier einfach nochmal mich umgucke und gucke, ob es hier irgendwelche anderen Zeichen gibt. Ach Gott. Diese verdammten Käfer hier. Hier ist kein Zeichen. Ah, okay. So. Dann haben wir hier noch ein Zeichen vielleicht. Ah, Klonk. Ein Pi-Zeichen. Okay, Pi, Axt und die Tatze. Und dann ist jetzt die Frage, was wir hier noch für ein Zeichen haben. Okay, das Zeichen. Da wäre ich ja jetzt nicht durch Rätseln drauf gekommen tatsächlich, sondern da musste man einfach nur einmal noch die Räume besuchen. Hätte ich aber auch drauf kommen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hier. Buah! Okay. Das ist ein Steuerkreuz hier, glaube ich, ne? Das ist ja witzig. Ah, da muss ich jetzt aber ihr helfen, nehme ich an. Und ich darf nicht in die Strudel geraten, nehme ich auch an. Und damit komme ich hier schon mal nicht weiter. Ich kann nämlich immer nur... Ich muss auf einen direkt drauf. Wenn ich jetzt nach oben gehe, dann wird der wahrscheinlich nach unten gezogen. Mal gucken. Dachte ich es mir doch. Und da sind wir wieder. Also nach vorne. Dann kann ich nur nach oben im Endeffekt. Ich kann weder zurück noch sonst irgendwo hin. Ich kann... Das ist ja doof jetzt. Wie soll ich denn da weiterkommen? Ach so, ja. So natürlich. Oh, ist das jetzt richtig, was ich hier gerade mache? Ich fürchte nämlich nicht. Doch. Das ist ein schwieriges Rätsel, aber ein sehr gutes Rätsel, muss ich sagen. Aber wir kriegen es hin. Oh Gott, hoffentlich muss ich das jetzt nicht gleich nochmal zurückmachen. Nicht, dass ich die Tante jetzt gleich nach Hause holen muss hier mit... Auch noch. Jawoll! Ach, komm schon! Was bedeutet das denn jetzt? Dreht er sich dann noch zusätzlich oder so? Jetzt könnte ich nach unten gehen. Dann nach oben. Jetzt zur, nach rechts. Oh, und jetzt stecke ich fest. Jetzt muss ich zurück. Und dann nach oben. Ich muss doch noch mal einmal ganz nach oben laufen, leider. Aber wie komme ich jetzt weiter? Gleich bin ich wieder am Anfang angelangt. Eigentlich ist es jetzt nur die gleiche Taktik nochmal, würde ich denken. Nur, dass diese hier so... Oha! Jetzt musste ich mich erinnern, was was ist. Das hier war nach oben, glaube ich. Da muss ich auch hin. Dann ist das hier nach unten gewesen. Das hier war nach links und das oben nach rechts. Puh, da habe ich aber gerade noch mal das Richtige gemacht. Und nach unten. Und nach rechts. Nicht, dass der jetzt gleich runterrutscht hier irgendwie. Nach links. Nach unten. Gleich gibt's Sex.
Blub! Haben wir als Auszeichnung bekommen. Und nun? Hallo! Was hat er denn vor? Er trägt sie hinaus. Mach sie doch einfach mal... Entbondage sie doch mal! So, und nun? Wieso darf ich hier nicht weiter? Liegt das an dem... Ah... Was für ein fieses... Ja, jetzt habe ich sie einfach mal da drin stehen lassen, ne? War ja auch nicht anders zu erwarten. So, wenn ich jetzt... Ne, ich kann die einfach mitnehmen. Ich dachte, wenn die dann, wenn ich die da aufpicke, dass dann die Tür wieder zugeht, aber das tat sie nicht. So, wir haben sie befreit. Sie wird uns auf ewig dankbar sein. Und ihr Macker auch. Tja, und somit sind wir wieder alleine. Ja, siehst du mal. Sehr traurig. Und uns bleibt nur ein kleines Glühwürmchen. Ein kleines Licht der Hoffnung, das uns in eine andere Welt führt. Das ist doch mal ein Abschlusswort. Denn so, liebe Kinder, ist das Leben. Ja? Am Ende sind wir alle alleine. Und es gibt nur ein kleines Licht der Hoffnung, das uns irgendwann in eine andere Welt führt. So sieht's aus. Mein Magen knurrt, ich muss was essen. Mir ist heiß, ich brauche was zu trinken. Und gleich bin ich auf dem TS. Und da wird noch gezockt! Bis gleich!